Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bitte Light. Hallo! Hallo! Und Deko, bist du das hier? Mein Freund? Nö. Nee, so ich. Ach ja, stimmt, du hast eine Glatze, ne? Ja, ich hab eine Glatze. Du hast eine Glatze, weil hier ist auch noch ein Dwighty Boy. Aber er hat keine Glatze. Meine erste Runde für heute. Deine erste Runde. Ich habe heute auch noch nicht gespielt. Ne? Oh krass, es ist meine sechste, siebte Runde oder so. Ach na, Quatsch, schon mehr. Ich habe schon viele Runden heute gespielt. Ich habe Bindungen drin, Scheiße. Ich spiele mit Still und Blaze. Jetzt bin ich einfach über ein Fenster rüber. Oh Gott. Jetzt bin ich einfach über ein Fenster rüber gesprungen. Und was war das laut, ja? Und jetzt kommt die komische Killerin. Eine Killerin also? Mhm. Bin ich aber gespannt. Die Hexe? Oder die neue? Die neue habe ich noch gar nicht gehört. Ja, wobei Nurse muss ja. Ja, gucken wir einfach mal. Deko will es uns anscheinend nicht verraten. Hä? Oh, da zieht sie dich weg. Na, ich hätte ein Standbild gehört, ich konnte mich gar nicht bewegen. Echt? Ja. Verrückt. Böses Spiel. Och man, das gibt's doch wohl nicht. Wir haben übrigens jetzt eine Stunde gebraucht, um in ein Spiel reinzukommen. Kein Witz. Es war sehr angenehm mit diesem Spiel. In meinem Traum. Und alles Stefkas Schuld, ne? Tatsächlich war es anscheinend meine Schuld. irgendwie habe ich einfach mal die Daten überprüfen lassen hier bei Steam. Ach, bei Steam sage ich schon, bei mir im Ordner auf dem PC, so. Und sie neu gestartet. Leute, ich bin sehr müde, es ist sehr spät. Also, bitte entschuldigt meine Sprachfehler. Deko, ich komme zu dir. Nein. Und, du musst gewillt laufen, ne? Ja, okay. Das war's jetzt mit, ich komme. Okay, dann bleib da, ne? Ja, wobei, ich komme. Weiß ich nicht. Ich komme. Ja, mach. Aber, wo bist du denn? Zieh dich ja nicht. Warte. Blöde Kuh hinter mir her. Also, ich bin... Kann nur dauern. Wo ist denn... Ach, komm, ja. Jetzt. Boah, okay. Will sie noch eine Falle legen, Mann? Yo, das war ja eine schnelle Runde für mich. Nein, Borrow Time. Popelmann und ich machen übrigens die ganzen Generatoren. Der hat mich auch eine Kiste mit. Yay. Okay. So. Ist mir jetzt scheißegal. Ja, leg noch ein. Ja, ist okay. Schaffst oh, komm. Warte, ja, ich schaff das. Warte. Ha, verarscht. So, Deko, renn, Deko. Nee, nicht durchs Fenster. Nach links. Nee. Nein, weil da ist eine Falle. Oh, scheiße. Alles gut. Ist schon okay. Warte. Lass Jasmin mich holen. Geh du dich erstmal retten. Jasmin, du musst aufpassen, die hat einfach 10.000 Fallen hier liegen. Okay. Boah, man kann auch übertreiben, ne? Schafft ihr die im Okay, eine Falle, ja. Zweite Falle. Das Ding ist, du musst einfach eigentlich nur noch runterrennen, weil oben liegt sie auch. Oben waren drei Fallen, glaube ich. Die malt halt die ganze Zeit dahin. Ja, macht einfach Generator. Macht Generatoren und komm mich einfach kurz vor umholen. Kurz vor um. Schönes Deutsch. Ich habe immer noch Herzschlag. Und dann holt mich einer mit Borrow Time. Okay. Ich habe ganz, ganz heftiges Herzschlagen hier. Da ist sie. Warte mal. Ja, wenn ich hier, komme ich auch gleich runter. Die ist gerade hinter mir her. Kein Problem. Ich bin hier auch gleich runter. Kann jemand sie holen? Die ist gerade hinter mir her. Okay, aber da, Deko darf nicht rennen, ne? Ja, ich weiß, hier wo wir sind. Ja, los jetzt halt. Jetzt darfst du so eh nicht rennen. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Nein! Ja. Hier ist eine. So oben ist auch eine. Ja. Die ist noch hinter mir her. Komisch, ich hab die ganze Zeit den Herzschlag. Naja, die waren hier jetzt sind nicht mehr. Deko, warte ruhig noch. Nee, hier ist keine. Warte ruhig noch. Jetzt. Jetzt habe ich gar kein Borrow-Time, ne? Egal, heil mich. Dankeschön. Ich wollte jetzt nicht so. Egal, auch wenn ich jetzt sterbe, ist nicht schlimm.
Ach komm, jetzt schau mal. So. Nice. So. Wow. Entschuldigung, nein! Los, komm! Ich kann hier nicht raus! Wie, du kannst hier nicht raus? Warte. Aufpassen, Nico! Ja, sie will mich. Ja, sie kriegt mich. Ja, gut. Das war's dann für mich. Tschüss, Spiel. Wow, was ist denn? Was hat Lucky denn hier rum? Alter. Ja, macht einfach bitte Generatoren. Ich bin hoch weg. Macht einfach bitte Generatoren. Ich bin hoch weg, ja. Legt sie da jetzt extra echt noch Fallen? Warum oh lacken das so, wenn... Hat das bei dir auch so lacken im Zeit, wo eine Falle kam? Jasmin, pass auf. Komm, bitte. Oh Gott. Renn um dein Leben. Oh. Okay, der Anfang war ja super gewesen. Fand ich schon gut, das Spiel. Ja, also ein Hoch. Ja, absolut. Ein Traum. Also erstmal dieses Standbild, eben halt über, wissen Sie, 5 Sekunden oder so. Ja. Aufpassen! Ich am Anfang hatte Hilfe! Und Hilfe! Ey, wie die mich einfach möchte, ne? Wir sind alle hier. Geh doch weg! Ja, toll! Oh, danke! Och Mann, ey! Willst du mich verarschen, Junge? Ey, diese Spieler, Alter. Ja, ist wirklich so. Was bringt mir das denn, wenn er da ist? Ernsthaft jetzt? Ich beschütze dich. Süß, aber trotzdem, dieser Dwight, ja. Der Dwight so, hast du gesehen? Ja. Was bringt... Der muss doch hinter mich. Oh, Junge, ja. Ganz ehrlich. Naja. Hat die Pirscher drin? Hast du hochgehört? Ja, Junge, oh, komm mich doch heilen! Guck mal, der läuft einfach weg! Der kommt mich nicht heilen! Nee, der hat nur Spiel mit den Essen, so, ne? Ey, was ist... Jetzt kommt der zurück! Jetzt fällt ihm auf, dass er mich mal heilen kann, oder was? Welchen Rang hat der? Warte mal kurz. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt... Boah, Dwight, ne? Der hat Rang 8, ne? Es ist jetzt nicht dein Ernst. Den Globi geht's aber überhaupt gar nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Der hat Rang 8, bitte wohlgemerkt, ne? Boah, komm, geh weg. Ich lasse euch Zeit, okay? Also, ich lasse euch Zeit. Ja, ich spiele jetzt hier gerade wieder mit ihr. Ich bin tot. Ach, komm. Ja, warum holt der Dwight dich denn nicht? Was macht er denn? Der ist ja... Was zum Teufel? Der holt dich einfach nicht. Nee. Ey, sowas habe ich noch nie erlebt, Leute. Ja, jetzt macht er sich ja, doch. Also erlebt hat man das schon, aber nicht in diesem Rangbereich. Was ist das? Okay, das war der Schlimmste. Das war der schlimmste ja. Teamspieler, den wir je hatten. Jemals. War auch das schlimmste Spiel jetzt gerade, ne? Ja, also. Aber war jetzt wirklich nicht schön. Ne, das war echt komisch. Boah, den Typen muss ich mir jetzt anschauen. Der ist Rang 8. Der sitzt auf der Falltür. Lol. Der sitzt auf der Falltür. Alles klar. Na egal, einfach nichts dazu schreiben. Einfach nichts dazu schreiben. Mir die ja, mir auch. Absolut. Das ist doch unnormal. Ja, oder mit nicht? Rang 8, mit Rang 8 erstmal die den Weg versperren, so weißt du? Wirklich? Hätte auch, man hätte ja auch blocken können, so ja, weißt du? Ja, also so, als er schon in die Richtung gegangen ist, wusste ich schon, das wird nichts für mich. Aber dass er dich eben so direkt geblockt hat, so dass du nicht über die Platte ja, reden. Ja, ja. So voll krass. Aber ja. Ich hab dich ja auch an der anderen Seite leider leicht geblockt, ne? Das ist, nee, alles ja, gut. Na, wenn dann eben zu viele kommen, so, dann ist es eben so problematisch, so, weil dann schmeißt der die Palette um, so. Ja. Das war halt manchmal ganz lieb und das hast du nicht gesehen, aber manchmal kommt man eben halt alleine eben halt so besser durch, so, ist so. Ja.
Zu deinem. Ist wirklich so. Zu viel Hilfe ist manchmal denn doch. Ja. Also, ich komme immer noch nicht drauf klar, was er gemacht hat. Vor allem, als sie mich dann hochgeholt hat, warum er nicht einfach dich hergeht. Das bleibt für mich einfach unverständlich, wie er einfach schnurstracks zu Luke gegangen ist, weißt du? Also, solche Leute brauchst du nicht in deinem Team. Brauchst du noch nicht mal als Feind. Nö, so Leute muss man einfach nur, keine Ahnung, müssen wir vorher wissen, so. Die müssen irgendwie gebrandmarkt werden, finde ich, ne? Ja. So mit so einem, wo du wirklich eben halt Leute eben halt sagen kannst, ey, das war mit denen scheiße, Teamplay war mit ihnen kacke, so. Dann kriegst du da oben so ein Zeichen oder so. Das wäre. Ja, das wäre cool, wo schon die Leute wissen, so, nee, mit dem. Wobei, das könnte man natürlich auch missbrauchen, ne? Es gibt bestimmt auch voll Idioten, die sich da draußen Spaß machen und sagen, hahaha, ich zeig's dir mal ganz dolle. Aber wenn du immer fair spielst und hast du nicht gesehen, so, ja. dann kommt doch nicht irgendein Idiot. Also wenn du schreibst ja nicht groß, also ich schreibe ja nicht großartig mit denen oder sonst irgendwas, ich beleidige dir ja nicht, mach ich ja nicht oder sonst irgendwas. Warum sollen, die kennen mich ja noch nicht mal. Ja, wobei hier bei alle Duty-Brudi, ne? Ja, mein Gott, das ist da nur. Er will mal keine Beleidigung, zwei Mal wieder gut. Der hat sich aufgeregt halt so und ich so wollte ihn halt nur prügeln. Ja, ich weiß. Alle Duty, Brudi, ist einfach so geil. Als du das geschrieben hast, musste ich so lachen. Ich würde sagen, wir machen hier ganz kurz einen Cut. Anscheinend dauert das hier wieder so seine kleine Ewigkeit. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück mit Deko und Hasi, Pupsi, Leini. Gott, so sollte ich dich doch nennen. Ich nenne dich jetzt ab heute Hasi Pupsilein. Oh nein. Okay. Ist zwar ein bisschen lang, das Wort, aber krieg ich hin. Okay. Oh Gott. Okay, Hasi Pupsilein, wo bist du gerade? Generator. Scheiße, ist die neue. Kein Problem. Ich hab gedacht, der Tag kann nicht noch schlimmer werden, also wird er doch noch schlimmer. Nein. Der wird nur besser. Der Tag wird ein Traum. Heute hätte jetzt ein anderer Tag angefangen. So, das stimmt. Das stimmt, Deko, das hast du wunderschön gesagt. Ja. Ja. Gestern war scheiße gewesen, heute wird er gut. So ist es. Ich war heute nämlich nach Polen. Wir haben schon nach Mitternacht, also wir haben schon ziemlich spät. Müssen noch ein paar Sachen aufnehmen, beziehungsweise ist jetzt die letzte Folge. Also heute kann nur ein schöner Tag werden. Es muss ein schöner Tag werden. Schöner Tag. Gut in Polen ankommen. Aua. Oh, Jasmin stöhnt schon so. Die hat schon ja richtig Lust. Ja. Komm, Jasmin, wir retten dich. Das sind nur die Hormone. Hier ist ein brennendes Totem. Ja, hier auch. Ich mach hier eins. Bei dir ist ein brennendes Totem? Ja, da geht die gerade hin. Kommt aber zu mir gerade. Okay. Und hier vor mir ist auch eins. Mach erstmal vor mir das Totem kaputt. Hallo. Fällt okay. Das nicht so auf, weißt du? Ja. Clever. Ja. Ich hoffe, ich schaffe das bis zur Hälfte. Deko, komm nicht zu uns, Deko. Ja, wo seid ihr hin? Doch. Nee, du kannst kaputt machen. Ist auch hinter Deko her. Okay. Ja, jetzt kannst du kaputt. So. Okay, jetzt mit den Keller. Ja, ich komm zu dir. Jetzt wirst du nie sich heilen und ich komm zu dir, Deko. Oh, diese Map ist für die Jägerin auch richtig gut, ne? Also schwierig, so da jemanden zu erkennen, ne? Na, nee, eben halt so viel Lauffläche, so, weißt du, wo ja. Sie unter die Äxte so. Ah, ja. Da ist jemand gerade. Ja, okay, und hier war noch irgendwo ein brennendes Totem, hast du gesagt? Oh, nee. Ja, da vorne doch. Die hat mich schon wieder. Echt? Ja. Erst die Hexe, jetzt die neue. Oh, Mann, die hatte kein Borrowtime, oder was? Nee. Geil, ich hol dich. Ach, der soll doch weggehen. Oh, jetzt hänge ich schon wieder ein zweites Mal. Das kann auch nicht wahr sein. Ich hol dich. Also, vielleicht hätte der andere halt noch ein bisschen warten sollen, ne? Ja, wenn er kein Brotthema hat, so, ne? Genau. Ist halt blöd. Zwar lieb und nett und so, aber. Ja.
Da komm, so komm ich den Uni weg, weißt du? Ja. Soll ich dich holen, Deko? Ja. Ja. Dann rein nach hinten. Ich glaube, der eine wird gerade ver... Fuck. Oh, komm direkt her. Hier, nehme ich. Warte, warte. Oh, was? Nimm mich. Ja, ich hoffe, ja, nee, denk ich. Nee, nee. Oh, wow. Denk, ja. Ach, du kleine Ratte, Mann. Ach, dieser Fokus jedes Mal. So ekelhaft. Also, war relativ erfolgreich für mich hier die Runde. Ja, aber komm, bei dir kommt so ein ganz heller Strahl. Ja, ich weiß nicht, warum man unbedingt... Ach ja, egal. Ich beschwere mich schon gar nicht mehr. Na. Oh. Aufpassen, Jasmin. Die hat dich gesehen, Jasmin. Oh je. Nee. Okay. Warte, ich hab noch Entscheidung. Also, das gibt ja noch ein Problem. Lol, halt. Ich kann... Warte, was passiert denn hier? Okay. Du hast einen Bug ausgelöst. Ich, guck mich mal. Also bei mir hängst du normal, wa? Bei mir nicht. Ah, jetzt häng ich normal. Hä, hey, was hattest du denn? Ich bin die ganze Zeit runtergefallen, wieder aufgestanden. Runtergefallen, wieder aufgestanden. Lol. Ach nein, der hat... Egal, ich befreie mich jetzt. Ich weiß, dass ich Entscheidungsschlag habe. Echt? Ah ja, stimmt. Oh, das ist so fies. Okay, das waren ziemlich gute Runden. Es waren super Runden. Muss man wirklich sagen. War echt gut. Es waren super Runden. Nein, Jasmin, warum hast du es gemacht? Was denn? Du bist raus. Du hast einen Disconnect gemacht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Oh komm, du hättest doch nicht mehr bekommen können. Mit Entscheidungsschlag. Oh, knallhart. Geht sie vor mir sterben, Mann. Wenn die Camp meint. Nee, die hatte nicht gecampt. Die hat nicht gecampt. Nee, hat sie wirklich nicht. Die hat dich halt gesehen. Du bist halt hingelaufen, da hat sie die Fußspuren gesehen. Ist ja auch nicht schlimm. Hätte ich auch gemacht als Killer, wenn ich die anderen sehe. Aber sonst, bei Deko aufgehangen und sofort ist sie weggegangen. Sie hat nur getunnelt am Ende. Achso, ja, ich hatte ein Internetproblem. Ja. Aber bist noch im Discord. Ja. Immer wieder die gleiche verrückt. Problem, weißt du? Ist ja verrückt. Ja, stimmt. Sie ist ja mit Handy immer im Discord, ne? Ja, natürlich. Ja, war eine super Runde. Easy. Ja. Absolut genial. Ja, war super auf jeden Fall. Ja, war super. War toll. Schade, dass... Ja, ist halt krass, dass er nicht sofort Jasmin getötet hat, ne? Ach, dass er... Also, aufgehangen hat, meine ich jetzt. Sonst hättest du noch Entscheidungsschlag einsetzen können und dann hätte das vielleicht alles anders aussehen würden. Ja, das hätte alles... Ja, ich hätte so weiter eine Taschenlampe gehabt und so. Aber es ist heute auch nicht dein Tag, Deko, ne? Irgendwie, ne. Irgendwie ist heute, aber bei mir auch, irgendwie ist heute... Sagst, ich hab ja nur die ganze Zeit rum, hier haben irgendwas geguckt die ganze Zeit. Ne? Mm, hast du das schon erzählt? Manchmal hat man einfach so Tage, wo man sich nicht aufrappeln kann. Ich lasse euch jetzt einfach mal hier in der Aufnahme drin. Mal gucken, was jetzt noch alles so passieren wird. Vielleicht geht es ja auch schneller. Ich habe jetzt... Wir reden jetzt einfach mal miteinander. So, meine Lieben, ihr könnt zwar jetzt gerade nicht antworten, aber wie geht es euch heute? Geht es euch genauso gut wie uns? Wie kann ich gerade... Achso. Nee, ich rede jetzt gerade mit den Zuschauern. Ich hoffe doch sogar, dass es euch noch ein bisschen besser geht als uns. Bisschen. Vielleicht noch viel besser. Er ist ja bloß müde eigentlich, ne? Ja. Wen lernen wir daraus? Wenn man müde ist, sollte man definitiv nicht spielen. Aber Jasmin kann da eben besonders gut spielen, hat sie meistens immer gesagt. Stimmt, ja. Aber Deko, wenn man jetzt ehrlich ist, waren wir immer die Ersten, die jetzt hängen. Ja, wir cool. Beide immer. Also nee, Miki, zuerst jetzt, so. Jetzt? Echt? Ja. Guck mal, ich bin so müde, dass ich das gar nicht mehr weiß. Ja. Also ist mir gar nicht aufgefallen. Ist das sie so, Jasmin? Jetzt, sie hing nur gerade als Erste. Nein. Nein? Nein. Ich doch nicht. Deko will ich nur testen, ob ich schon schlafe oder nicht. Du hingst gerade als Erste. Nein. Klar. Nein. Stefka hat dich dann gerettet und hat dann einen Toten gemacht. Nein, stimmt. Dann stimmt. Nee, warte.
Doch, guck mal in den Aufnahmen. Nee. Was ist das? Wisst ihr das nicht mehr oder was, jetzt bin ich voll. Jetzt bin ich voll kaputt. Okay. Warte. Ja, ich Deko müde und so, weißt du? Ja, ich bin auch müde, aber. Konzentration lässt nach. Gehirn wie ein Fisch, muss ich noch mehr sagen? Ja, dann guck einfach mal. Ja, ich guck, jetzt läuft die Aufnahme, jetzt kann ich nicht gucken. Entschuldigung. Oh, tut mir leid, boah, ich bin echt, müde. Krass, ich glaube, das wird auch jetzt meine letzte Runde. Wir haben nämlich zusammen einen Generator gemacht, so. Dann wollten wir hinlaufen, ich habe ein Totem gesehen. Wir haben einen Generator gemacht, Linke wurde aufgehangen. Wir wollten hinlaufen, ich habe ein Totem und wollte das brennende Totem machen. Du hast bei Jasmin gerettet, hast du Totem, wolltest du Totem machen und dann hast du mich gehabt. Okay, verrückt. Jasmin, du musst noch bereit gehen. Echt? Echt? Ja, Jasmin. Schenken wir im Glauben oder nicht? Also, kannst du alles in deiner Aufnahme sehen? Ich glaube, das ist einfach so gewesen. Jetzt bin ich gespannt. Oh, wahrscheinlich schreiben schon die ersten unter den Kommentaren. Deko hat recht. Ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir echt nicht sicher, Deko. Nee, ich hätte nämlich schwören können, dass es andersrum war, aber vielleicht verwechsel ich das auch gerade mit der ersten Runde. Das kann natürlich auch sein. Ja, da in der ersten Runde, da hänge ich auf jeden Fall zuerst. Ja, da hingen wir beide so hin und her. Oh, was war das denn jetzt gerade? Was denn? Oh, das Spiel hat so gerade so ein komisches Geräusch gemacht. Ja, bei mir auch. Ich wollte schon sagen, habe ich jetzt nur so Hallos oder? Ja, nee, das hat mal so. Cool. Was sollst du? Was? Nee. Was? Was? Nee, was? Nein. Was? Alles gut. Nee, ich würde gar nicht. Egal. Egal. Okay, ich kacke. Ich glaube, das dauert doch noch länger als gedacht. Ja, musst du doch einen Cut machen, ne? Oh Mann, ich wollte euch. Oh Mann, wir wollten wissen, aber. Ich weiß ja nicht, ob es die Zuschauer langweilt, wenn wir so reden, oder ob sie es gerade möchten. Na, das ist das Ding, weil wir eben halt alle so jetzt ein bisschen müde sind, ne? Und ja, das stimmt wohl. Ich so einen Scheißtag hatte. Ach, guck mal. Bei mir, Steam sagt mir, dass ich keine Netzwerkverbindung mehr habe. Also ich bin bei Steam gar nicht mehr angemeldet. Wie sieht's bei euch aus? Ist sehr interessant. Ja, ich bin ja nicht drin. Ich bin auch nicht drin. Ja, super. Also ich schon. Echt, bei mir steht keine Netzwerkverbindung zu den Steam-Servern möglich. Ich bin online. Nee, deswegen. Das ist ja super. Ja. Dann beenden wir doch diese Folge doch. Ja. Also die war jetzt sehr, sehr. Die war super gut. Die sollen aufhören. Okay, ja. Ich glaube, ich habe noch nie so eine unnötige Folge aufgenommen wie die jetzt. Ja, ne? Ja, schon. Die war jetzt. Wow. Ja, tut mir leid, dass es jetzt so ist, aber bei mir steht, also ich habe keine Netzwerke mehr, deswegen kommen wir wahrscheinlich auch gerade in kein Spiel rein. Aber mich wundert das, dass wir überhaupt noch in Dead by Daylight drin sind. Ja, ne? Weil eigentlich werden wir immer rausgeschmissen, ne? Genau. Ja, dann. Ich dachte jetzt auch gerade, aber das war Jasmin, glaube ich. Ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde, tut mir leid, aber. Das war's ist dann für diese Folge. Wenn das ja mega kacke tut mir wirklich leid. Also, es tut uns allen leid. Also wir hätten euch gerne. Also, ne, wir wissen ja auch, wenn die Runden scheiße ist, dann nehmen wir ja noch eine extra Runde auf. Obwohl 20 Minuten, 30 Minuten schon drin sind. Aber die war ja gerade so behindert. Die war jetzt gerade. Die beiden waren kacke. Die beiden waren scheiße gewesen. Ja, und jetzt kommen wir in keine Runde rein, weil. Oder in kein Spiel rein, weil Steve eigentlich nicht online ist. Aber wir sind trotzdem in Dead by Daylight. Interessant, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, man lernt nie aus, würde ich sagen. Ne? Also genug geschnackert. Geschnackert, gibt es das Wort überhaupt? Man weiß es nicht. Ja, geschnackt man gibt es auf geschnackt. Jeden Fall. Geschnackt, so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, weil es nicht so optimal. Aber ich bin wieder online. Du bist wieder online? Ja, ihr seid auch noch bei mir in der Lobby übrigens drin. Ja, ich bin auch noch in der Lobby drin, das wundert mich gerade, aber bei Steam. Aber zuletzt online vor 10 Sekunden steht bei mir. Bei mir steht gar nicht. Ich laut Steam habe ich keine Freunde mehr. Oh, eine Runde Mitleid. Ja, ich beende das jetzt. Ich glaube, das wird heute nichts. Wir warten mittlerweile so lange eben auf ein Spiel, das ist unnormal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch. Oh!
Oh nein, okay, okay, alles klar. Gut, euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Bei mir steht Dead by Daylight Crash Report.